Beweg dich at home, ein Gemeinschaftsprojekt der Novitas BKK Stadtsportbund Duisburg und den Duisburger Sportvereinen. Heute Power Workout at home mit dem Tom. Hi zusammen, willkommen zurück. Wir machen heute wieder ein Power Workout zusammen, bringen euch richtig schön ins Schwitzen. Ich hoffe, ihr seid motiviert. Let's go! Alles klar. Ihr habt hoffentlich wieder Schuhe an, eine Matte bereit, viel Platz und natürlich die Motivation, die nötige. Wir fangen heute wieder an mit einem Workout, gliedern das heute in drei Teilen. Im ersten Teil ein bisschen mehr für die Beine, im zweiten Teil machen wir wieder was für die Beine, aber mit Sprüngen dazwischen. Und im dritten Teil ein bisschen was für die Stabilkraft, für den Bauch und den Rücken. Alles klar, wir fangen an mit einem Warm-up. Okay. Steht in der Mitte von eurer Matte, fangt einfach mal an auf der Stelle zu laufen, aus den Fußgelenken heraus. Ja, nehmt die Arme ganz normal mit. Ja, und wir nehmen die Knie langsam etwas höher, gehen ins Marschieren. Ja, Knie richtig schön gerade nach vorne ziehen und noch ein Stückchen höher. Ja, das für den Hüftbeuger hier mit aktivieren. Okay, wieder ein bisschen entspannter und wir drehen immer die Hüfte ein bisschen auf. Das Hüftgelenk mobilisieren, ja. Zwischenschritt dazwischen. Und weiter. Noch zwei auf jeder Seite. Okay, und wir fangen an mit unseren Prehabs, unsere Mobilisationsübung. Da starten wir mit der hinteren Kette, mit der Beinrückseite, mit dem Handlauf. Vorne Beine gerade lassen. Wenn ihr das nicht ganz runter schafft, lasst die Knie erst gebeugt, fasst an eure Fußspitzen. Wir laufen langsam nach vorne. Eine Liegestütze dazwischen. Und nach hinten einmal hoch dazwischen und wieder runter. Wir machen noch drei. Und der letzte. Okay. Als nächstes starten wir mit dem Hüftbeuger weiter und ein bisschen die Hüfte. Einfach mal einen großen Ausfallschritt nach vorne. Oberkörper gerade lassen. Ein bisschen reinwippen hier. Und hoch. Und die andere Seite. Hier auch wieder ein bisschen reinwippen. Okay, jede Seite noch einmal. Okay, und jetzt machen wir noch zwei Ausfallschritte auf jeder Seite. Ziehen aber dabei wieder mit dem Ellenbogen Richtung Boden. Ja. Linkes Knie ist vorne, linkes Bein. Linker Ellenbogen geht runter Richtung Boden. Einmal aufdrehen zu jeder Seite. Okay, und die andere Seite. Richtig schön den Ellbogen Richtung Fuß, also Richtung Boden runterziehen. Okay, noch einmal auf jeder Seite. Und der letzte. Ah, der Blick folgt dabei immer schön der Hand nach oben. Okay, als nächstes machen wir die Beininnenseite. Machen dafür seitliche Ausfallschritte. Ich starte nach links, also ein bisschen weiter rechts auf der Matte starten. Einen großen Schritt machen, nach hinten reinsetzen.
Die Füße zeigen dabei beide nach vorne. Arme gehen als Gegengewicht nach vorne. Okay, und die andere Seite. So ein paar Mal reinwippen, dann hoch und wieder die andere Seite. Machen noch insgesamt 2 auf jeder Seite. Und der letzte. Okay, dann bleibt in der Mitte von eurer Matte. Geht rum, also schulterbreiter Stand ungefähr, ein bisschen weiter auseinander. Die Füße zeigen leicht nach außen. Geht runter in die Hocke, fasst an eure Fußspitzen. Drückt eure Knie nach außen. Haltet euch an den Fußspitzen fest und zieht nach oben. Ja, ihr müsst die Dehnung dabei in der Beinrückseite spüren. Okay, wieder nach außen drücken, ein bisschen die Knie. Und nach oben ziehen. Noch 2 Mal, wieder nach außen drücken. Und der letzte. Okay, alles klar. Dann starten wir jetzt, den Puls ein bisschen hochzubringen. Ja, wieder in der Mitte starten. Auf der Stelle leicht joggen. Erstmal aus den Fußgelenken heraus. Ja, die Kraft kommt nicht aus den Oberschenkeln oder aus den Knien, sondern nur aus den Fußgelenken, ganz entspannt. Und wir gehen ein bisschen höher, benutzen den Hüftbeuger mit, ziehen die Knie etwas höher hoch. Okay, dann noch ein bisschen höher in den Kniehebelauf. Der Bauch ist dabei auf Spannung. Der Oberkörper bleibt gerade. Okay, wieder entspannt weiter. Dann geht es weiter mit Anfersen. Füße richtig zum Po hinten. Ja, könnt die Hände auch nach hinten nehmen. Okay, als letztes gehen wir über in den Hampelmann. Okay, noch 5 Wiederholungen. 4, 3, 2, 1. Okay, sehr gut. Wir machen das Workout heute im 40-20-Rhythmus. 40 Sekunden Aktivität, 20 Sekunden Pause. Machen 3 Blöcke. Ein Satz hat 4 Übungen. Also etwas mehr Pausen dazwischen. Dafür trotzdem sehr intensiv. Ja, komplett durchpowern, damit ihr schön ins Schwitzen kommt. In dem ersten Satz starten wir mit einer Ausfallschrittübung. Da immer abwechselnd einen Ausfallschritt nach vorne, auf der gleichen Seite nach hinten, dann die andere Seite nach vorne und nach hinten. Die Arme gehen dabei immer über Kreuz natürlich mit, also in Schrittstellung. Okay. Es geht los in 5, 4, 3, 2, 1 und Start. Nach vorne, nach hinten. Ja, ihr merkt, linkes Knie ist vorne, das heißt, der rechte Arm geht mit. Und andersrum. Geht ihr richtig schön runter, damit ihr den Kraftaufwand im Oberschenkel spürt. Ah, so. Okay, noch 5 Sekunden. Und der letzte. Sehr gut. Kurze Pause. Erstmal eine einfache Übung, die wird aber in der Wiederholungszahl deutlich intensiver. Ihr merkt das irgendwann im Oberschenkel, wenn wir schon ein paar Übungen gemacht haben. Nächste Übung machen wir Squats, immer abwechselnd. Eine enge, der Schritt nach außen, wieder eng und so weiter. Okay, also eine enge Kniebeuge. Eine Breite nach außen, wieder eine Enge und eine Breite zur anderen. Ihr könnt dabei entscheiden,
Ob ihr die Arme nach vorne nehmt oder so vorm Körper lasst, das ist euch überlassen. Ja, lasst die Knie hier richtig zusammen bei der engen Kniebeuge. Okay, noch 5 Sekunden. Und die letzte. Sehr gut. Kurze Pause. 20 Sekunden. Nächste Übung ist auf der Matte. Der Unterarmstütz. Starten dabei in Bauchlage. Geht schon mal runter. Okay, es geht in 5 Sekunden los. Wir lassen die Unterarme dabei parallel. Ich tue die Handflächen immer so nach oben. Okay, und los geht's. Erstmal nur gerade halten. Dann nehmt die Füße ungefähr schulterbreit auseinander dabei. Blick geht zwischen die Hände. Damit die Wirbelsäule, also die Halswirbelsäule, nicht irgendwie schräg ist. Hälfte haben wir geschafft. Wir nehmen das rechte Bein nach oben. Noch 3, 2, 1 und wechseln das Bein. Noch 3, 2, 1. Okay, und langsam absetzen. Als letzte Übung dieses Satzes, danach machen wir eine Minute Pause. Als letzte Übung machen wir auch wieder eine Ausfallschrittvariation mit einem Pulsieren dazwischen. Das heißt, los sind 3, 2, 1. Gehen nach vorne, pulsieren hier dreimal, gehen hoch und machen die andere Seite. Ja, schön stabil bleiben, der Schritt nicht zu weit nach vorne machen. Wir wollen uns nicht dehnen dabei, sondern wir wollen die Kraft spüren im Oberschenkel. Noch 15 Sekunden. Okay, und der letzte. Sehr gut. Wir machen eine Minute Pause. Etwas länger durchatmen dabei. Trinkt ruhig einen kleinen Schluck. Na, wenn ihr kardiointensive Übungen machen und ich sage in der Pause durchatmen, konzentriert euch beim Atmen auf das Ausatmen. Ja? Das Einatmen kommt von ganz alleine. Der Puls geht aber eher runter. Ihr entspannt das Atmen eher, wenn ihr euch aufs Ausatmen konzentriert. So lange wie möglich ausatmen und dann wieder einatmen. Okay? In 20 Sekunden geht es weiter mit dem zweiten Satz. Die Übung noch einmal wiederholen. Danach gibt es neue Übungen. Gehen in 10 Sekunden weiter. Wir starten wieder mit den Ausfallschritten. Abwechselnd vorne, hinten, jeweils die Seite einmal nach vorne, einmal nach hinten. Okay, los geht's. Achtet auf die Arme, dass ihr die richtig mitnehmt. Ja, ihr merkt, da ergibt sich so ein Rhythmus. Der rechte Arm geht ist zweimal oben, dann ist der linke Arm zweimal oben. Okay, noch 10 Sekunden. Okay, und der letzte. Ah, sehr gut. Kurze Pause. Machen wir gleich weiter wieder mit den Squats. Abwechselnd, eng, breit, immer abwechselnd zu den Seiten. Guckt auch da, dass ihr euren Rhythmus so ein bisschen findet. Dann ist das deutlich einfacher. Es geht los in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, und Start. Knie eng zusammenlassen bei den engen Squats und schön breit bei den breiten Squats, wie es der Name schon sagt. Ja, setzt euch vor allem bei den breiten Squats schön nach hinten rein.
die Arme deshalb als Gegengewicht nach vorne. Wer es schwerer haben will, nimmt die Arme so vor die Brust. Wer es ganz schwer haben will, kann die Arme hier nehmen. Okay, 20 Sekunden Pause. Für die nächste Übung könnt ihr schon mal runtergehen auf die Matte. Noch 10 Sekunden. Geht los in 5, 4, 3, 2, 1 und Start. Erstmal wieder nur halten, konzentrier dich auf die Position. Lass die Unterarme schön parallel, damit wir die Brustmuskulatur nicht verkrampfen dabei. Ja, nicht absacken, wenn ihr nach unten immer wieder nach oben drücken dabei. Okay, noch 15 Sekunden, wir schieben immer leicht nach vorne und nach hinten. Ganz kontrolliert, nicht zu schnell. Noch 5, 4, 3, 2 und langsam absetzen. Okay, dann kommt schon wieder hoch für die nächste Übung. Wir machen wieder die pulsierenden Ausfallschritte. Ja, ganz kontrolliert runtergehen, dreimal pulsieren und wieder kontrolliert hochgehen. Los geht's. Ja, der Oberkörper bleibt möglichst aufrecht dabei. Die Arme angespannt. Ganzer Körper ist also auf Spannung. Noch 15 Sekunden. Okay, und der letzte. Okay, wir machen wieder eine etwas längere Pause. Gleich geht's weiter mit den Sprüngen. Gut runterkommen. Wieder einen kleinen Schluck trinken dazwischen. Ein, zwei kleine Schlücke reicht natürlich. Okay. Im nächsten Satz arbeiten wir ein bisschen mehr an Sprüngen. Ja, eine Stabi-Übung für den Rücken, dies machen wir auch dabei. Ansonsten starten wir mit Skater-Jumps. Machen weiter mit gesprungenen Ausfallschritten. Und dann als letztes noch eine Squat-Jump-Übung. Alles klar, es geht weiter in 10 Sekunden für die erste Übung. Startet einfach in der Mitte von eurer Matte. Skater Jumps, immer von einem Bein gebeugt auf das andere springen. Los geht's. Ja, stabil rüberspringen. Etwas tief landen in Schrittstellung, als würdet ihr Inline skaten. Hälfte haben wir fast geschafft. Immer leicht gebeugt landen. Das Standbein ist dabei total auf Spannung. Der Bauch natürlich auch, damit ihr nicht hin und her wackelt. Noch 10 Sekunden. 3, 2, 1. Okay, entspannen. Ganz wichtig bei den Skater-Jumps. Immer schön abfedern dabei, ja, damit ihr nicht zu viel Belastung auf dem Knie habt. In 5 Sekunden geht's weiter mit Ausfallschritten, mit gesprungenem Wechsel. Okay, und Start. In der Ausfallschrittposition hoch und wechseln. Stabil landen dabei. Die Arme gehen immer versetzt mit. Noch 15 Sekunden. Nehmt richtig Schwung aus den Armen heraus. Und die letzten zwei. Okay, sehr gut. Sehr intensive Übung. Achtet darauf, dass ihr alles schön kontrolliert macht.
nicht hin und her wackelt möglichst. Okay, nächste Übung, starten wir in Bauchlage, im Holzhacker. Die Füße, also die Beine sind angehoben, Schultern auch, Arme gerade nach vorne und anfangen zu hacken. Die Hände berühren dabei nicht den Boden, die Füße schaukeln auch nicht mit dabei. Alles schön auf Spannung. Hälfte haben wir geschafft. Noch 5 Sekunden. 3, 2, 1. Sehr gut. Schon mal aufstehen für die nächste Übung. Nächste Übung. Machen wir Sumo-Squats. Also quasi Kniebeugen, schön breit auseinander, Fußspitze zeigen deutlich nach außen. Und wir setzen uns ganz tief runter in die Hocke. Los geht's. Ja, setzt euch schön nach hinten rein. Ganz tief runter. Und etwas schneller wieder hochgehen. Oberkörper gerade lassen, der Blick geht nach vorne. Okay, noch 10 Sekunden. Ja, letzte Übung des Satzes, danach etwas längere Pause. Und der letzte 1A, sehr gut. Eine Minute Pause wieder. Bis zum nächsten Satz. Okay, damit ihr nicht wegrutscht, wenn ihr geschwitzt habt, macht die Matte ruhig ein bisschen trocken dabei. Wenn euch das hilft, wenn es sonst zu warm ist, macht ruhig das Fenster auf, ein bisschen frische Luft kann nie schaden dabei. Okay. Wir machen in ungefähr 20 Sekunden weiter mit dem nächsten Satz. Wieder genau das gleiche. Starten mit Skater Jumps. Ersetzen die zweite Übung gegen eine andere Übung, damit wir an einem anderen Muskel die explosive Bewegung haben. Erkläre ich euch aber gleich. Okay, geht in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, und weiter. Schön unten starten, abfedern, stabil bleiben. Arme gehen mit. Das hilft euch, A, Schwung zu nehmen. Und B, habt ihr dann mehr das Gleichgewicht dabei. Noch 10 Sekunden. Gebt Gas, explosiv rüberspringen. Ganz stabil landen. Noch 5, 4, 3, 2. Und der letzte. Sehr, sehr gut. Für die nächste Übung, statt den gesprungenen Ausfallschritt, machen wir Back Lunges, also Ausfallschritte nach hinten mit einem angezogenen Bein nach vorne. Ja, das Ganze sieht wie folgt aus. Na, zack, nach oben ziehen und nach oben ziehen. Alles klar, los geht's. Wir machen erstmal nur das rechte Bein. Explosiv nach oben ziehen. Und in der Hälfte tauschen wir. Okay, noch 3 Wiederholungen auf jeder Seite. 2, 1 und wir tauschen. Ah, links geht nach hinten und zieht auch nach oben. Ja, schnelle Bewegung nach oben ziehen, damit wir den Hüftbeuger richtig explosiv auf Spannung bringen. Ah, bleibt möglichst stabil dabei, nicht hin und her wackeln. Wichtig dafür ist die Stabilität. Ah, Stabilität hierbei. Okay, wir machen eine Pause. Ja, Stabilität im Standfuß natürlich. Wenn wir mit links nach hinten gehen, müssen wir darauf achten, dass wir stabil bleiben im rechten Bein. Okay, in Bauchlage. Als nächstes kommt der Holzhacker. Und los geht's.
Die Kraft hierbei kommt natürlich aus den Schultern. Die Ellenbogen bleiben komplett durchgestreckt. Füße angehoben, Beine komplett angehoben. Die Knie berühren nicht den Boden dabei. Hälfte haben wir geschafft. Noch 10 Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Ah, klasse gemacht. Sehr gut. Noch 10 Sekunden, dann geht's weiter mit den Sumo Squats. Schön weit nach unten. Etwas schneller wieder hochdrücken. Okay? 3, 2, 1 und Start. Runtergehen und hoch. Beim Runtergehen gehen die Arme nach vorne, beim Hochgehen nach hinten. Dass wir die Brust rausstrecken, den Rücken und den Körper, ganzen Körper gerade machen. Hälfte haben wir geschafft. Noch 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2 und den letzten. Sehr gut. Damit haben wir den zweiten Teil auch geschafft. Wir machen wieder ungefähr eine Minute Pause. Dann geht's weiter mit dem Stabi-Teil. Ja, es ist kalt draußen. Lasst das Fenster nicht zu lange auf, wenn ihr es gerade aufgemacht habt. Sonst verspannt ihr euch noch was. Ihr seid ja nass geschwitzt mit der kalten Luft. Das wäre keine gute Kombi. Okay. In 20 Sekunden starten wir mit Crunches. Das heißt, ihr sitzt quasi, die Arme sind verschränkt auf der Brust. Gehen nach hinten runter, die Schultern bleiben die ganze Zeit in der Luft und wir ziehen auf die halbe Höhe hoch. 5, 4, 3, 2, 1 und Start. Ja, auf die halbe Höhe hochziehen. Wem das zu schwer ist, der kann die Arme entweder zwischen die Beine nehmen, auf die halbe Höhe hochziehen oder an der Seite vom Körper hochziehen. Das ist völlig okay, dann habt ihr ein bisschen mehr Gewicht nach vorne, was euch vor allem den Start leichter macht. Okay, noch 10 Sekunden. Lasst die Füße stabil auf dem Boden dabei. Okay, klasse gemacht. 20 Sekunden Pause. Als nächstes eine Übung für den Rücken. Das heißt, wir starten Bauchlage und alles weitere erkläre ich euch dann. Na, noch 10 Sekunden. Wir machen gerade wie bei dem Holzhacker, die Beine sind in der Luft und ziehen von vorne nach hinten. Los geht's. Schulterblätter sind die ganze Zeit auf Spannung zusammengezogen, als hättet ihr ein Seil da vorne und ihr müsstet euch über den Boden nach vorne ziehen. Na, der Blick geht einfach nach unten in die Matte. Der untere Rücken ist die ganze Zeit auf Spannung. Der Po genauso. Noch 15 Sekunden. Gebt richtig Spannung hier drauf. Noch 5, 4, 3, 2 und der letzte. Klasse gemacht. Als nächstes wieder eine Übung für die untere Bauchmuskulatur. Nennt sich russische Drehung. Quasi in der Sit-Up-Position, in der Crunch-Position. Die Füße sind gleich angehoben und wir drehen uns immer zur Seite, als würdet ihr was in euren Händen haben, was ihr hinter eurem Körper ablegen wollt. Los geht's. Ja, leicht immer am Boden. Ihr könnt die Füße auch über Kreuz nehmen dabei. Ja, habt aber mehr Stabilität da drin. Also ihr trainiert mehr Stabilität, wenn ihr die auseinanderlasst. Einfach stabil nebeneinander haltet. Wenn das viel zu schwer ist, kann die Füße natürlich auch absetzen.
und sich einfach so zur Seite drehen. Noch 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, absetzen. Als nächste Übung machen wir den Seitstütz direkt mit fliegendem Wechsel. Ich fange auf der rechten Seite an. Ihr könnt euch das aussuchen. Wir machen keine Pause dazwischen, sondern wechseln direkt durch. Ah, der Arm geht nach oben, der andere. Kopf bleibt gerade. Aber halte die Spannung in der seitlichen Bauchmuskulatur, damit ihr auch nicht mit dem Arm nach vorne wegrutscht. Okay, noch 5, 4, 3, 2, 1. Und ganz, ganz schnell die Seite wechseln. Auf die linke Seite. Arm geht wieder nach oben. Noch 10 Sekunden. Wer kann, hebt das obere Bein an. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und langsam absetzen. Okay. Wir machen eine etwas längere Pause wieder. Das war der letzte Satz, also der vorletzte Satz. Aber der letzte Teil, der erste Satz vom letzten Teil so. Das wiederholen wir gleich nochmal. Dann geht's weiter. Bleibt ein bisschen in Bewegung dabei. Ja, ihr könnt aktiver regenerieren. Das heißt, wenn ihr gleich noch weitermacht, indem ihr stehen bleibt, euch nicht hinsetzt oder hinlegt. Also ihr könnt ein bisschen im Kreis laufen, hin und her laufen oder sonst was. Okay, noch 20 Sekunden Pause. Noch einen kleinen Schluck vom letzten Satz. Es wird bauchlastig, das heißt, füllt euren Magen nicht zu sehr. Okay, in die Crunch-Position, also Sit-Up-Position. Und wir machen diesmal Sit-Ups mit Punches nach vorne. Ja, aufsetzen, nach vorne boxen. Ja, der Start fällt euch jetzt hier ein bisschen leichter, weil ihr die Arme nicht direkt am Körper habt, sondern leicht vorne. Aber wenn ihr ganz leicht Schwung holt aus den Armen, ist das okay. Hauptsache, ihr macht explosiv die Punches nach vorne. Noch 15 Sekunden. Noch 5, 4, 3, 2. Okay, sehr gut gemacht. Als nächstes haben wir wieder eine kleine Übung für den Rücken. Wir machen wieder den Schwimmer. Achtet diesmal wirklich drauf, dass ihr sowohl den unteren als auch den oberen Rücken auf Spannung lasst. Indem ihr schön die Beine hochzieht und die Schulterblätter zusammenlasst, okay? 3, 2, 1 und Start. Ja, lasst die Halswirbelsäule schön gerade dabei. Blick geht einfach in die Matte. Ja, eure Knie sacken auch immer ein bisschen weiter nach unten. Arbeitet dagegen, dass ihr euch immer wieder daran erinnert, den Po und den unteren Rücken auf Spannung zu lassen. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und der letzte. Klasse gemacht. Nächste Übung ist wieder die russische Drehung, die, genau wie gerade. Ja, bleibt schön stabil dabei. Nicht zu weit, nee, also nicht zu doll hin und her wackeln mit den Beinen. 3, 2, 1. Okay, und Start. Das ist die vorletzte Übung. Gebt alles. Ja, nicht zu schnell hin und her mit den Armen. Sonst kommt ihr aus dem Gleichgewicht.
Hälfte habt ihr geschafft. Noch 10 Sekunden. Powert nochmal richtig durch. 5, 4, 3, 2 und der letzte. Boah, gut gemacht, sehr schön. Ja, sehr intensive Übung, wenn wir das 40 Sekunden halten. Aber auch sehr effektiv für die seitliche Bauchmuskulatur, die ein sehr schönes Sixpack ergibt. Okay, wir machen wieder weiter mit dem Unterarmstütz, also dem Seitstütz. Ich fange wieder auf rechts an. 3, 2, 1 und hoch. Ja, wir machen wieder 30 Sekunden die eine, 30 Sekunden die andere Seite. Arm schön gerade auf Spannung lassen. Noch 10 Sekunden, dann wechseln wir die Seite. Drei, zwei, eins. Schnell die Seite wechseln. Schön oben bleiben dabei. Okay. Den Rest der Zeit, die letzten 10 Sekunden, drehen wir immer wieder unter dem Körper ein. Ah, damit bringen wir ein bisschen Instabilität rein. Und das letzte Mal. Okay, sehr gut. Klasse mitgemacht. Das war die letzte Übung. Wir machen noch einen kurzen Cooldown. Ja, ein paar Dehnübungen zu den Hauptmuskelgruppen, die wir heute beansprucht haben. Wir fangen an mit der Beinrückseite, machen das diesmal nicht im Stehen, sondern separat jede Seite im Sitzen, damit wir ein bisschen besser runterkommen können. Ja, umfasst euren hinteren Oberschenkel mit den Händen. Legt euch nach hinten, lasst das Bein möglichst gerade und zieht aus euren Händen heraus. Ja, verschränkt die Finger so ein bisschen, zieht euren Oberschenkel nach hinten. Das andere Bein bleibt dabei auf dem Boden gerade liegen, damit wir maximale Dehnung drin haben. Zieht mit euren Armen, also mit euren Händen noch ein bisschen nach. Ja, noch 5, 4, 3, 2, 1. Okay, wir wechseln die Seite. Das Ganze dient des Runterkommens. Ja, könnt ruhig die Augen dabei schließen. Ganz entspannt. Das soll ein bisschen ziehen, nicht wehtun. Wenn ihr ein leichtes Zittern, so wie ich, in eurem Bein spürt, dann ist das nur, weil eure Muskeln gut beansprucht wurden jetzt gerade in dem Workout und jetzt erschöpft sind. Okay. Wir kommen einmal nach oben in den Stand. Ja, wir dehnen jetzt die vordere Oberschenkelmuskulatur, die Oberschenkelvorderseite. Ich fange auf rechts an, also nehme das linke Bein in die Hand. Boah, Mist. Sucht euch einen festen Punkt auf dem Boden vor euch. Wie gesagt, eure Muskulatur ist erschöpft. Boah. Okay, wir nehmen das andere Bein. Ja, wir wollen nur kurz dehnen. Festen Punkt auf dem Boden suchen. Das Gleichgewicht halten. Bringt die Knie möglichst weit zusammen. Wir halten noch 5, 4, 3, 2, 1. Okay, wir gehen nochmal runter auf den Boden für die letzte Dehnübung. Ja, die haben wir die letzten Male auch schon gemacht, weil wir ja den Bauch am Ende schön beansprucht haben. Gehen wir nochmal in die Cobra hoch. Hände sind neben dem Kopf. Legt die Unterarme ab. Der Blick geht zwischen eure Hände in die Matte rein. Drückt euch nach oben. Der Blick geht erstmal nach vorne an die Wand vor euch. Leicht nach oben drücken. Okay, streckt die Arme durch. Hüfte bleibt auf dem Boden. Zieht mit dem Kopf nach hinten. Spürt die Dehnung im Bauch, wie eure Wirbelsäule ein bisschen mobilisiert wird, euer Rücken sich beugt. Okay, wir gehen nochmal runter. Wiederholen das Ganze. Ja, erst in die sogenannte kleine Cobra. Blick geht nach vorne. Wir drücken uns ganz nach oben. Kopf zieht mit nach hinten. Ein bisschen halten nochmal. 5, 4,
3, 2, 1. Okay, sehr gut gemacht. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ihr seid hoffentlich genauso wie ich gut ins Schwitzen gekommen. Denkt dran, viel zu trinken. Ja, entspannt euch jetzt, ihr habt was getan. Überlastet eure Muskeln nicht. Und damit bis zum nächsten Mal.